Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums kommt Dr. Martin Luther auf Kurzbesuch zur evangelischen Pfarrgemeinde Villach Nord. Grüß Gott, junge Leute. Martin Luther ist mein Name. Darf ich hier kurz rasten und verweilen? Aber natürlich. Martin Luther? Der große Reformator von Deutschland? Ja, so groß nun auch wieder nicht. Viel eher ein bescheidener Diener Christi. Aber wo sind wir hier überhaupt? Und viel wichtiger, wer seid ihr zwei? Wir sind hier in der evangelischen Kirche, in Lind, in Villach. Und ich bin Hans, der Küster. Und das ist meine Frau Gretel. Villach, Villach. Da ist doch einmal einer meiner Studenten hergekommen. Ja, das war der Georg Kreiner. Der hat im Herbst 1517 an der Universität in Wittenberg immatrikuliert. Und er hat auch ihre Vorlesungen angehört. Der war, glaube ich, sogar dabei, als sie die 95 Thesen für gegen Ablasshandel an die Wittenbergskirche angeschlagen haben. Der Georg Kreiner. Und was ist aus dem eigentlich geworden? Der wurde dann Pfarrer in der Kirche von Maria Geil, in der Nähe von Villach. Er predigt jetzt auch evangelisch, wo er es bei Ihnen und Philipp Melanchthon gelernt hat. Ja, großartig. Tritt frisch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Herr Dr. Luther, darf ich Sie was fragen? Bei dem Ablasshandel, wo Sie mit den 95 Thesen dagegen angekämpft haben, ging es da nicht auch darum, um Geld zu verdienen? Ich meine, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. In der heutigen Gesellschaft haben 1% der Reichen mehr Vermögen als die restlichen 99% der Weltbevölkerung. Sogar führende Politiker haben gesagt, dass so eine Welt nicht stabil ist und es so nicht weitergehen kann. Wie war es eigentlich vor 500 Jahren zu Ihrer Zeit? Früher. Ich habe immer gesagt, der Teufel hat den Zinskauf erdacht. Und das verstehe ich bis heute nicht. Ich meine, wie kann man mit 100 Gulden in einem Jahr 20 erwerben, ja sogar ein Gulden, einen weiteren und das alles nicht aus der Erde oder vom Vieh, wo das Gut nicht in menschlicher Klugheit, sondern in Gottes Segen steht. Also war auch vor 500 Jahren das Verhältnis zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft sehr problematisch. Was könnte man Ihrer Meinung nach dagegen tun? Luther. Hier müsste man wahrlich den Fuggern und dergleichen Gesellschaften einen Zaum ins Maul legen. Ich meine, wie ist es möglich, wie könnte es göttlich und recht zugehen, wenn während eines Menschenlebens so große Güter auf einen Haufen gebracht werden? Und wenn den Menschen dann auch noch mit religiösen Lockangeboten und den ganzen betrügerischen Schwindelgeschäften das Geld aus der Tasche gezogen wird. Man sollte die Christen lehren, die welche nicht im Überfluss leben, sollen das Lebensnotwendige für ihren Haushalt verwenden und nicht für den Ablass. So habe ich es auch schon in meinen Thesen gefordert. Apropos Thesen, Dr. Luther, haben Sie draußen vor der Kirche die 95 Thesen unserer evangelischen Gemeinde Villach Nord gesehen, die wir zu den Missständen unserer heutigen Gesellschaft erschaffen haben? Schauen wir es uns doch an. Nicht viel lesen, gut Ding, viel und oft lesen macht fromm und klug dazu. Thank you.
ein sehr großes Anliegen, Dr. Luther, war ja die Bildung. Nicht nur die Kinder der Reichen sollten Schulbildung genießen, sondern auch die Kinder der Armen. Nicht nur Burschen sollten in der Schule lernen, sondern auch Mädchen. Das war eine bahnbrechende Forderung damals. Jeder sollte die Bibel selbst in deutscher Sprache lesen können. Da passt ganz gut einer unserer Thesen dazu. Der Religionsunterricht ist eines der wichtigsten Gegenstände in der Schule und kann durch gar nichts ersetzt werden. Nicht mal durch Ethikunterricht. Nun ja, das Gedeihen einer Stadt liegt nicht allein darin, dass man große Schätze sammelt und feste Mauern, schöne Häuser, Geschütze und Brustpanzer anschafft. Ja, wo viel davon ist und verrückte Narren herrschen, ist es ein viel schlimmerer und größerer Schaden für die Stadt. Vielmehr ist es, dass eine Stadt bestens und allerreichsten gedeihen, Heil und Kraft, dass sie viele feine, gelehrte, vernünftige, ehrbare, wohlerzogene Bürger hat. Die können danach gut Schätze und alles gut sammeln, halten und recht gebrauchen. Hier ist noch eine These, die die Bildung mit einer weiteren großen Herausforderung verknüpft mit der Zeit. Integration geht uns alle an und ist wesentlich mit der Bildung vereint. Man schätzt, dass ungefähr 65 Millionen Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Asylsuchende auf der Welt existieren und nach Schutz suchen. Was sagen Sie dazu? Nun ja, die Fremdlinge und die Flüchtlinge sollst du nicht bedrängen und schon gar nicht bedrücken. So habe ich Gottes Weisung an das Volk Israels im Alten Testament aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt. Ja, Fremdlinge, das sind Schutzbürger und Hinzugekommene. Also hinzugekommen. Steht dir das klar? Gott nimmt die, die fremd sind, die Hilfe brauchen, die Hinzugekommenen eben, in Schutz. Er legt diese Menschen seinem Volk ans Herz. Wohlan, lieber Hans, liebe Gretel, ich muss nun weiterziehen. Aber sagt, welche schönen Orte kann ich in eurer wundervollen Stadt vielleicht noch besuchen? Geht noch zur katholischen Stadtquartier St. Jakob am Hauptplatz, lieber Dr. Luther. In dieser Kirche wurde schon 1526, also 9 Jahre nach ihrem Thesenanschlag, Gottes Wort klar, lauter, ohne alle menschlichen Zusätze gepredigt. Und der Pfarrer Karl Fuchs wurde sie nun zu einer rein evangelischen Kirche, bis sie schließlich 1600 wieder katholisch gemacht wurde. Nun denn, lieber Hans, liebe Gretel, vergesst nicht, auch wenn das große Probleme sind, die ihr jetzt lösen müsst, so vergesst niemals den Glauben in Christus. Der Glaube an Christus macht frei. Und die Menschen, die uns am nächsten sind, sind alle Menschen, vor allem die, die Hilfe brauchen. Vergesst das nicht. Und wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir sind ganz